Perfekt. Weißt du jetzt nicht genau, von wo wir herkamen? Ich bin nicht taub. Wahrscheinlich von da unten oder so, ne? Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Also, ganz okay. Klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Und nimmt man einem Menschen den Fleisch, und das sagst du deinem Mann. Whisky, dem es nicht gut geht. Und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Hey, du bist doch derjenige, der mich bei der Versammlung aufgehalten hat, ne? Ach, eigentlich, du hast den Kopf verloren. Hey, schau mal da. Guck mal. 5! Oh, C-Fix. Das krieg ich hin. Und kein neuer hier. 30 Schlösser geknackt. Jawohl. Gut, was? Schock oder bockender Branko springen die Effekte von nahe Feinde über. Achso, Teufelskurs ja auch. Vergleichen, was habe ich denn jetzt? Oh. Ich glaube aber. Ich rüste die mal aus. Tatsächlich. Auf was wartet der? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, wenn wir wieder hochgehen. Ich habe halt gar kein Gefühl. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das irgendwie was am Ende triggert, wenn ich hier die ganze Zeit ein Feuergefecht suche. Weil dann mache ich eigentlich nur, dass ich ein Böser bin. I see you have a bright future. John Finkton. Schauen wir mal. Was ist los? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Was bist denn du? Salbengeschütz. Die Feuerrate des Präzisionsgewehrs. Haut. Wie noch mehr? Weil. Ah! Das ist auch wunderbar. Ganz ehrlich, ich hole mir aber das für die Snipe auch, weil ich mag die Snipe hier gern. Wunderbar, dankeschön, vielen lieben Dank, ich bedanke mir. Bist du denn, Alter? Alter. Warte mal hier. Ja. Seit wann kann man die kaufen? Wow. Die mehr Muni habe ich jetzt aber nicht für das Ding. Ja, für den dafür schon. Oh mein Gott. Was ist also, wenn ich jetzt rein. Ich weiß nicht warum. Ich musste es einfach tun. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, Leute, bitte verzeiht mir, ich weiß es nicht. Das ist irgendwas in mir, das mich das. Also, ich weiß es nicht. Ja, wo sind die jetzt? Sind die jetzt runtergesprungen oder was? Ja, gut. Verlassen, auf geht's. Geh nach Finken und finde den Waffenschmied. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Zieh doch die Hosen richtig an. Ey, er ist schon wieder. Er ist tatsächlich wieder dabei gestorben.
Wieso? Kommt da wer? Ja, wir schauen uns jetzt mal einen Film da an. Zwar über... Der Weg der Wex, Popoli! Der Wex oder Vox. It's ja poisonous. Mhm. Ins Verderben. Ja. Hallo? Aber nur ein bisschen Film geschaut. Der Revolver oder war das die Pistole? Ich hab's nicht gesehen. Your future is Finken. Ist hier nicht. Hallo? Wo ist hier ein Lobby? Piep, 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 piep. Ja, nein, vielleicht. Also, ich töte nichts. Irgendwie habe ich jetzt mein Versprechen nicht so halten können. Ich weiß nicht, an was das... Also, ne? Irgendwie ist das so passiert. Ganz ehrlich, ich habe nicht viel Zeit für diesen ganzen Prophetenkram. Für mich ist der Glaube eine Handelsware und der alte Comstock produziert Unmengen davon. Aber wie jeder Geschäftsmann muss er sein Produkt gegen irdische Münze eintauschen. Nur mit einem Lied auf den Lippen baut man keinen Schuppen. Nein. Wie kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Und Finks Hände, die ihn schwingen. Er braucht mich, damit er sich die Seinen nicht schmutzig macht. Industrie stellt momentan nicht ein. Kommen Sie ein andermal wieder. Kommen Sie ein andermal wieder. Oh, noch mehr. Genau das, was wir jetzt brauchen. Genau das, was. Also, das Bild wird immer gruseliger. Haben wir hier. Munition. Ananas. Er ist leer. Kann ich nicht aufmachen. Schade. Wer hat da hm gesagt? Also ja, sie, aber warum? Warte. No jobs today. Yippie. Hier ist ein Schloss. Würde ich mal knacken. Ich schau mal, was auf der anderen Seite noch ist. Oh, und. Versperrt. Okay. Nehmen wir das wieder. Im Lastenaufzug. Und kostet uns unterwegs das Leben. Oh. Als wenn ihr mich schon wieder gesehen habt. Wahnsinn. Verglichen mit dem Glauben. Muss ich auf die Dinger schießen? Ich weiß nicht, was deren seine Schwachstelle ist, ne? Fürs Vaterland! Kommt ihr denn her? Ich suche noch. Wo kommt er denn jetzt her? Hier! Gut. Ich kam ihn aus den Augen! Da kommt er! Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab den ja. Oh Mann. Ich hab gerade zugeschaut, wie sich ein Polizist selber mit einem. Bergstock oder mit was weiß ich, was das war, kaputt gemacht hat. Der macht mich kalt. Zeig dich doch dann wenigstens. Haltet ihn auf! Mich? Hat aber nichts. In letzter Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub!
Ernsthaft? Wow. Ich wollte noch mal sehen, wie du. Also. Ja. Okay. Zwischen euch und euren Lebensunterhalt tritt. Alter, sag mir nicht, in dem anderen Mülleimer war auch eins drin. Weil die da so reingeschaut hat. Oh, bitte sag's einfach nicht. Ich hab Geld gefunden. Ja, nehme ich mit. Ich nehme ihn mit. Okay. Bim, bim. Ich weiß echt immer noch nicht. Der Waffenschmied Chen Lin, gesucht wegen Kontakten zur gesetzlosen Daisy Fitzroy. Unser Mann ist anscheinend ausgeflogen. Das ist nicht gut, oder? Nein. Schauen wir mal, wo der gute Herr denn sich befindet. Gibt's neue Sachen? Nein, gibt's nicht. Sind immer noch im gleichen Level sozusagen. Ich bräuchte hier Hilfe. Ein Pink noch. Eine Sekunde. Hui. Geschafft. Okay. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Fahrschaft verfügen. Nur 18 Dollar für ein Pink. Nehmen wir mit. Wie schaut's mit Muni wieder aus? Voll. Hab ich auch genug. Passt. Ich bin sehr froh, dass ich keine Muni ausgeben, kein Geld für Muni ausgeben muss. Warte, Maßnahmen. Oh. Hat irgendwas gleich, ne? Aha. So war ich hier noch nicht. Ich war hier noch nicht. Ich erspare mir die Frage, die ich gerade stellen wollte. Booker, da ist Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Was? Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Wow. Meine Mutter. Wow. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Wow. Das ist natürlich hart. Ich bin im Besitz des persönlichen Tagebuchs von Comstocks Frau. Es entlarvt diesen Unsinn von wegen Wunderkind als Lüge. Sie hat das Kind nicht geliebt. Es scheint, die geheiligte Lady hätte den Spross des Propheten lieber als Samenfleck auf dem Laken vertrocknen lassen. Bitter. Es ist ein bisschen sehr bitter. Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Jeremiah Fink. Ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Oder so eine Biene, die ein macht? Tier schon mal im Urlaub gesehen? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. Ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene. Ja, hallo? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Tja. Ui. Tja, der Mann hat ein Ego.
Ist das echt? Chancen so. Dafür, dass du hier weg willst, schaust du aber ganz schön glücklich dafür. Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im Firmeneigenen gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Was haben? Ja, darfst du haben. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Ich darf ihn nicht abschießen. Ich darf ihn nicht abschießen. Das klingt schon mal besser. Und wieder habe ich es getan. Und wieder schieße ich einfach. Und wieder ist das ganze Level wieder verdorben. Wenn jemand ankommt, ich werde so das schlechteste Ende bekommen. Ich sehe es so gesehen. Wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Nix. Nun, er sagt: Haha, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Ja. Freund, du wirst für dumm verkauft. Und ich habe Geld gefunden. Nichts als ein Sklave. Danke. Aber das könnt ihr diesen Wichtigtouren sagen. Sagt, ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Kriegst du das geknackt? Das krieg ich hin. Fink-Arbeiter. Ich bin nicht dumm. Willst du verarschen? Alter, hatte ich nicht 6 Picks? Auf. Weiß ich nicht. Sieht einfach aus. Wehe, der hat jetzt einfach nicht gezählt oder mir wurde der geklaut. Das ist abgebrochen. Erledigt. Okay. Was haben wir denn hier? Das Plakat. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden. Ach nee. Sieht aus, als hätte man alles in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Lockpick wieder zurückkommt, cool. Okay, müssen wir uns merken, dass wir da wieder rein müssen. Da ist Geld am Boden. Da ist... Bist du mich... Jetzt kann ich das Geld nicht einsammeln. Da war's. Ey, das ist nur eine Münze, jetzt gib mir die. Warum sollte ich da überhaupt nicht hinkommen? Dann behalt die Münze. Hab Bock mehr. Ey. Scheiße, ein Dreck. Das Level ist groß. Ich werde hier so viel übersehen. Vollporter. Boy. Employment. Vollporter. Vollbürger. Aha. Ich weiß nicht, was er mir sagen will, aber ich sag mal ja. Hui. Weiß gar nichts. Und da ist auch immer noch nichts. Geld und ein Banane, gute Kombo. Leer, schlechte Kombo. Factory Entrance, this way. Das hier ist das Booker. Müssen wir auch Shen noch Lin, Waffenschmied. Ja, jetzt lass mich doch
Gefällt mir nicht. Lass mich doch erstmal jetzt hier schauen, was hier noch so gibt. Warum ist da ein roter Riss? Ah, Musik. Sie kommt aus dem Riss da. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Aber es... Okay, an die Experten von euch, was war das für ein Lied? In welchem Jahr kam das raus? Wahrscheinlich 40 Jahre, nachdem wir hier sind. Also wir sind Anfang 1900. Deswegen, ja. Ich weiß natürlich wieder nicht, welches Lied es ist. Aber ich bin ja auch aus 1900. Hier, für die Kasse. Okay. Also. Also. War das das Geschütz gehabt? Ich glaub schon. So, und jetzt musst du dich ja dann selbst umbringen, ne? Urzeitliche Mysterie. Ich kann nicht finden. Natürlich nicht. Good time. The Good Time Club. Booker the Wit. Booker the Wit. Audition today. Wie schnell? Ja, okay, gut, das ist ja auch okay. Die Stadt ist ja, oder die Firma oder was es auch hier ist. Ich meine, die Leute arbeiten im Sprint. Da wird wahrscheinlich gesagt, das schnell aufhängen. 2 Sekunden später ist aufgehangen. Die Frage ist da der Silbercoin? Nee, aber das sind noch mehr. Das finde ich ja richtig frech, dass ich da nicht hinkomme. Aber gut, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. So, war ich schon da, richtig? Hier. Da können wir wohl jetzt nicht rein. Ah. Okay, schade. Echt? Was tut weh? Mann, ich hab doch eh gedrückt. Was haben wir hier? Komm. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finken und hab mich versteckt. Ja. Ach, du hättest noch weiterreden können. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Oh. Sie sagt es aber sehr überzeugend, dass sie sie nicht getötet haben. Deswegen, hey. Mal schauen.